Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Round the Land. Das wird eine ganz schön lange Session diesmal. Wir sind erst in Gebiet 2 von dieser Welt. Wen spielen wir, Ruffy oder Sanji? Bei Ruffy sollten wir halt immer noch die Dinger leveln, aber Sanji ist mir halt einfach viel geschickter in Jump'n'Runs. Deswegen werde ich jetzt nochmal mit ihm auf jeden Fall anfangen und dann vielleicht später auf Ruffy wechseln. Ich hoffe, ich kann alle Kisten tragen. Es gibt ja manchmal so Stellen, wo man nicht mehr zurückkommt, um die Kiste abzuholen. Aber notfalls kann ich mich ja immer noch killen lassen und Zoro übernimmt. Okay, 6 Stück hat's. Ey, auf wegzulaufen! Auf aufzustehen! So. Das machen wir gleich mal kaputt. Da ist nix, okay. Das kriegen wir schnell platt, aber wir schauen erst, ob oben was ist. Ah, der ist, der ist einfach runter. Okay. So, was ist jetzt hier schon wieder los? Ey, wieso müssen die alle zu... was denn? Hä? Was ist mit den Luftballons hier? Ach, da kommen wir runter. Okay. Sehr gut. Das fällt, glaube ich, durch die Wolken. Gut, brauchen wir auch nicht alles. Okay, da ist schon mal ein Checkpoint. Das sieht tatsächlich so ziemlich gleich aus wie in der ersten Welt. Oh, der ist schon hinüber. Okay. Dann wollen wir da hoch. Da ist eine silberne. Na super. Okay, ich hoffe, wir kommen hier wieder zurück. Was haben wir hier noch? Okay. Kleiner Schatz hier. Und Heilung für mein volles Leben. Sehr gut. Wie immer. Und ein Elefantenthunfisch, nehme ich an. So. Okay, Ruffy hätte das nehmen können. Welche Ironie. Lass mich das doch... Okay, hat geklappt, auch, aber auch nur gerade so. So, jetzt wollen wir da hoch. Eieiei. Oh, au. Okay, jetzt habe ich kassiert. Ah, wieso lebt ihr alle noch? Ah, oh, Jesus Christ. Stopp. Stürzt euch nicht runter. Was mache ich da? Alter, ich bin gerade erst oben angekommen. Es reicht aber langsam. Oh, for fuck's sake. Jetzt kriege ich das Item nicht mal. Ah. Ach Gott, Alter. Okay, hep, hep und... Schluss jetzt! Ach, wenigstens die zwei habe ich gekriegt. Meine Fresse. Ah! Okay. Jetzt fängt das Gelegge wieder an. Super. Okay. Jesus Christ, Sanji, lass dir Zeit. Erstmal gemütlich darüber latschen. Hep. Hep. Jetzt sind wir auf dem Boot. Irgendwie. Bootschaukel hier. Nächste Bootschaukel. Au. Ah! Steh auf! Aber da unten ist auch noch ein Weg. Oh Gott. Okay, also viel Leben hat Sandy jetzt auch nicht mehr. Aber das könnte Heilung sein. Natürlich nicht. Wieso sollte das Spiel auch nett zu mir sein? Und hier ist noch eine goldene Truhe. Auch kein Fake, okay. Also gut, wir haben eine goldene und eine... Nein! Ah, fast. Scheiße. Gott sei Dank habe ich Ruffy dabei. Ich sollte den aber jetzt echt langsam hochspielen. Na, ja, das war keine Absicht. Das hat nicht geklappt. Okay, ich komme da nicht so gut ran. Kann man nachher mit Ruffy oder so machen oder gar nicht! Ah, Sanji ist fast Geschichte. Er kann gar nichts mitnehmen, ey. Okay, wir nehmen erstmal kurz Zoro. Zoro soll die Goldene holen, den Rest holt Ruffy dann. Ah. Nein, 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 Ruffy, du bist später dran. Erst Zoro. Also diese Level ziehen sich ja übertrieben. Okay, aber wir haben schon mal 3 Kisten gefunden. Die anderen 3 durften dann hinterm Checkpoint hier sein. Apropos Checkpoint, wir nehmen das da kurz mit. Ah, ist schon wieder Slow-Mo. Okay, es geht schon wieder. Oh, mir gefällt das hier nicht. Zoro ist halt nicht der beste Springer.
Uiuiui, was war das denn? Ah, da unten ist die Kiste. So. Okay. War das hier der richtige Weg? Hä? War ich hier schon? Ah, okay. So geht's auch. So, bitteschön. Slow-Mo-Spiel hier schon wieder. Gut. Die erste hätten wir. Die anderen zwei holt jetzt Ruffy kurz. Der streitet sich wahrscheinlich wieder mit Sanji ums Essen, okay. Ja, so ein bisschen. Sanji, Futter! Dann dürfte Sanji auch schon fast wieder volles Leben haben. Aber wir wollen jetzt ein bisschen wieder Ruffy spielen. Damit der auch seine Fähigkeit wieder hochkriegt. Der verbraucht die hier nämlich eindeutig zu oft. Mir gefällt das alles gar nicht. Oh wow. Das geben wir gleich ab. Und die andere Kiste ist sonst wo. Die darf ich jetzt erstmal nochmal suchen. Die war irgendwo am Arsch der Welt. Das ist das Problem, wenn man Sanji als Hauptcharakter nimmt. Der kann einfach nicht so schwer tragen wie die anderen. Okay. Mal sehen, wie gut das jetzt klappt. Oh, gar nicht. Okay, auch gut. Geh mal unten rum. Okay, ein Checkpoint. So war die Kackkiste. Ich laufe bestimmt schon wieder viel zu weit. Ah, da oben ist sie. Komm ich auf diesem Weg da am besten hoch? Ist das klug, was ich hier tue? Ich denke schon. Ah, nicht so. Hä? Ah, warte mal. Hä? Okay, wir machen das jetzt irgendwie. Oh, der kommt da nicht hoch. Aber da muss er so hoch. Und dann so. Okay, das hat geklappt. Sehr gut. Ah! Aufheben. Okay. Wir haben die dritte Kiste. Alles Slow-Motion-Spiel hier. Und dann sind es nur noch drei. Wenn das Gebiet hier jetzt auch einen ganzen Part dauert, dann drehe ich aber durch. Ich mache einfach den dritten auch mit in diesem Part. Oh! Da ist so viel auf einmal passiert. Ich dachte, ich falle da runter. Und dann dachte ich, ich werfe die Kiste runter. Ich gemerkt, dass ich nicht runterfall. Das war sehr chaotisch, aber irgendwie ist alles gut gegangen. Oh, fuck. Echt keine Lust, hier nochmal rein zu müssen. Wenn ich es vermeiden kann. Was ich hoffe, so ein bisschen. Bestimmt brauche ich irgendwo noch einen Chopper. So. Wir haben ja auch noch ein paar Arenen, die wir auch noch nicht wirklich gesehen haben, nur zum Teil. Weil ich ja jetzt Buggys und Arlongs Arena komplett verändert haben. So, da unten ist so nichts. Ich sehe es halt von hier nicht, aber ich will jetzt auch nicht da runterspringen. Alter, geht das schon wieder los. Es gibt halt auch gar keinen Grund dafür, dass es so rumlaggt. So, nächste Kiste. Ich warte kurz, bis es aufhört. Reg dich ab, Spiel. Wow, es wird immer langsamer. Plötzlich tut es wieder ganz normal. Jesus Christ. Hilfe. Okay, wo muss ich jetzt hin? Fuck. Ah, okay. Oh Gott. Panik. Okay, vierte Kiste. Ah, auch gut. Dann halt so. Okay, zwei noch. Also eine noch hierher und eine zum Eternal Port. Nein! Okay. Scheiß Schiffe, ey. So, wo bin ich jetzt? Bewegen die sich? Ja, eine, okay. Ist da unten irgendwas? Irgendwie nicht. Warum kann ich dann hier runter? Da oben sind Ballons. Okay, ein hohes. Das ist weg. Ich gehe gleich oben rum, aber erst unten rum.
Eine Kiste müsste hier noch in der Nähe sein. Okay. Weil die müsste ja noch zum Wechsel gehen. Ah, da ist sie, okay. So, die bringen wir noch zurück und die nächste kannst du mit Turnip Pot. Mann. Ohne Scheiß, ich weiß nicht warum, aber ich bin echt zittrig bei diesen Levels hier, ey. Man kann so leicht runterfallen und dann kann man das Ganze nochmal machen, weil man die Kisten verkackt hat. Ah, okay, schon wieder Panik gekriegt. So, jetzt aber. Das ist die letzte Kiste, die ich hier abgeben muss. Das ist absolut kein Geld. Aber gut. Hauptsache, wir gehen Richtung 100% hier. Okay. Keine Ahnung, warum ich das gerade gemacht habe. Das war eigentlich absolut unklug, aber gut. Komme ich da hoch? Ja, da komme ich sogar hoch. Okay. So, Dele. Jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger. Okay. Okay. Ich sehe da unten schon mal eine Plattform. Da ist nix. Oh. Nein! Nein! Ich wollte ihn hochleveln, nicht runterleveln. Fuck's sake, Alter. Oh Gott, wieso bin ich denn jetzt wieder hier? Ich glaube, ich habe einen Checkpoint nicht mitgenommen. Es war außerdem total unklug, da jetzt drauf zu gehen. Das war völlig sinnlos. Da unten war nichts, glaube ich. Ich habe halt nur noch 7 so Dinger. Heilung, auch gut. Und mein Fleisch liegt ganz da unten. Oh, hallo. Ah! Oh Gott, Spiel! Beruhig dich doch! Das ist jetzt gefährlich mit dem Typen mit dem Axtdial. Uff. Alter. Okay, danke. Okay, da sind nur ein paar Explosivballons. Oh wow, jetzt tut's schon wieder. Okay, da ist ein Checkpoint. Okay, ich hab volles Leben. Sanji kann mir kein Essen bringen. Niemand bringt mir was, ihr Wichser. Okay, hätte ein Schlag auch gereicht. Okay, wohin jetzt? Darunter? Ist egal. Darüber? Ich hab... Oh Gott! Ich hab keine Ahnung, wo die letzte Kiste ist. Ich hoffe, ich finde die noch. Dass sie da immer runterfallen. Ich brauche das Fleisch. Ich habe nur noch 8 von den Rettungsdingern. Wenn die leer sind, dann muss ich in irgendein Gebiet, wo man eher nicht runterfällt und muss Ruffy ewig farmen. Oh Gott, bitte sag mir, es ist ein Fake. Ich wette, nein. Oh, shit. Oh, nee, oder? Ich muss den ganzen Weg zurückgehen und Zorro holen. Oh, scheiße. Scheiße. Ist das mies. Oh Mann. Natürlich komme ich da nicht hoch. Ah, okay, alles gut. Alter. Ah, ich drehe durch. Ja, ich könnte natürlich mich jetzt auch totprügeln lassen, damit Zorro übernimmt. Aber ich habe volles Leben. Das wäre voll die Verschwendung. Und hier gibt mir auch noch keiner was. Das finde ich super nett. Fies, Alter. Dieses Spiel, ey. Ah! Jetzt geht das schon wieder los. Slow Motion. Vor allem völlig grundlos. Ich glaube, der Emulator frisst einfach nicht mal irgendwie Prozessspeicher oder so. Okay. Ah! Okay, alles gut. Oh Gott. Kurz mal Panik bekommen. Sind wir jetzt gleich mal da? Ich glaube schon.
So, Zorro, du bist dran. Hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Okay, Zorro. Wieso ist Zorro eigentlich der Einzige, der die Scheißdinger tragen kann? Ich könnte austicken. Den ganzen Weg zurück dackeln, nur wegen so einer Scheißkiste, ey. Okay. Okay. Was? Nein. Schade. Okay. Alter. Gefällt mir alles gerade gar nicht hier. Ah, wieso? Du kannst, sag mir nicht, du kannst nicht mal da hochspringen. Okay. Alles klar, ich habe nur zu schwach gedrückt, glaube ich. Okay, gibt mir von euch einer was? Oder gibt Zorro jemand was? Ja, Zorro kriegt was. Das ist so hasi, ey. Ja, nett von dir, aber wieso gibst du Ruffy nix? Bam, 17. Der braucht die am wenigsten dringend gerade. Da ich den ganzen Weg zurücklaufen musste. Oh. Oh je. Oh, okay. War einfach zu mutig. Und jetzt hat Ruffy wieder eins weniger. Ich bin so unfähig, Alter. Ich bin so dumm. Mann. So ein Scheiß. Gibt's nicht, echt. Ja, okay. Ich hätte auch nur ein bisschen geduldiger sein müssen. Nö. Das ist eine Zitterpartie hier. Was ist denn das hier? Ich kann da runterspringen und Münzen holen. Okay, und jetzt muss ich gucken, dass die Wolke da im richtigen Moment da ist. Und dann kann ich auf den Ballon. Und dann lag's schon wieder. Und dann kann ich auf den Ballon. Oh Gott. Und jetzt ist der Part schon wieder ewig lang, wo was aber auch mit dem Gelegge zusammenhängt, das übrigens, wie gesagt, völlig grundlos ist. Könnt durchdrehen. Und jetzt tut's wieder normal. Weird shit, ey. Ja, lass den Scheiß. Lol, der stirbt halt an einer fucking Goldkiste. Au! Du Arschloch! Ah, Heilung. Unten bleiben. So, wohin jetzt? Komme ich überhaupt oben rum? Nö. Okay, scheiße. Scheiße, ey. Wieso muss ich so einen Kack mit Zorro machen? Ich komme da gar nicht hoch. Ich hoffe, ich komme darüber hoch. Okay. Okay. Zu spannend. Ich glaube, da komme ich gar nicht ran. Nee, da komme ich gar nicht ran. Okay, dann nicht. Verkackt, Junge. Ich lass mich jetzt nicht von dir hitten. Keine Lust, dass Sandy schon wieder was ausgibt. So, wir sind einfach schon wieder bei fast 20 Minuten. Das heißt, ich krieg wirklich nur einen Part in ein Level. Oh, das heißt, es wird eine sehr lange Session. Das sind jetzt schon 4 Parts. Und ich muss trotzdem schon wieder den nächsten Part ankündigen. Weil, wow, dieses Gebiet ist echt schlimm. Diese Arena heißt ja. Aber gut, wenigstens haben wir bis jetzt alle Kisten. Zumindest das klappt ja ganz gut. Nächste Ziel ist, glaube ich, Bartholomew Speer. Der hat 296 Mille. Das kann auch ein bisschen dauern. Sanji hat physische Steigerung. Sehr gut. Mehr Leben für Sanji. Super. Okay. Gut, aber in dem Fall sind wir wieder bei 20 Minuten, wie gesagt. Das heißt, wir müssen fürs nächste Gebiet bis zum nächsten Part warten. Also würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.